Hallo, ihr Hübschen! Seid ihr denn schon alle in eure richtige Dankbarkeit? Nicht, also ich meine, seid ihr schon in eurer Dankbarkeit? Fühlt ihr eure Dankbarkeit? Spürt ihr es in eurer Seele? Gibt ihr es denn so wirklich weiter? Also ich empfinde gerade, dass ich total in meiner Dankbarkeit bin und erinnere mich immer wieder mal an Erlebnisse, Sachen, die ich in den letzten Jahren gemacht habe oder überhaupt. Ich gebe euch einfach mal ein paar Beispiele. Ich habe irgendwann, also nicht irgendwann, ich bin schon seit meiner Kindheit immer wieder dankbar und habe diese Dankbarkeit natürlich für mich in mir im Stillen weitergegeben. Habe es aber weniger wirklich ausgesprochen oder den Personen wirklich dann aus ganzem Herzen gesagt. Ich habe es dann vielleicht mal gemacht, weil man das ja auch in der Erziehung irgendwann lernt oder überhaupt, weil man es irgendwie beigebracht bekommt. Es ist ja auch nur ein Wort, ja, aber wenn man Worte so weitergibt und diese Worte noch gar nicht mal richtig spürt und fühlt, weil man denkt, ja, es ist schön, jetzt Danke zu sagen, für was auch immer, weil es einem so genauso beigebracht wird oder wurde, wie das Wort Bitte. So, und irgendwann, nicht irgendwann, sondern 2016, ich habe mich auch schon immer selbst geliebt, aber 2016 habe ich meine Selbstliebe viel, viel mehr gespürt und war total über mich selbst begeistert natürlich. Und habe dann durch diese Selbstliebe, diese Dankbarkeit wirklich gespürt und weitergegeben, weil ich selbst so dankbar war, wenn mir jemand ein Dankeschön oder ein, ja wie auch immer, zurückgegeben hat. Und dazu ein paar kleine Geschichten. So, Lebensgeschichten vom beruflichen Sinne. Oh. ich habe gearbeitet in so Einrichtungen, wo ich in der Hauswirtschaft gearbeitet habe und für das Wohl, also das leibliche Wohl, das Essen zuständig war für mein Gegenüber, also für die Menschen, die da wohnen und wohnten. Und ich war meistens schneller als sie, die Menschen, also diese Personen, sich etwas gewünscht oder gedacht oder gesagt haben, denn ich habe es ihnen gebracht. Ich habe sozusagen Wünsche erfüllt. Ich habe so einige Personen, aber eigentlich nicht einige, sondern alle Personen meistens, sowieso alle Personen, so deren Wünsche erfüllt, aber viele, sie haben auch Danke gesagt, aber mir kommen immer wieder diese Menschen, wo ich diese Dankbarkeit, die ich ihnen auch gegeben habe, ja, haben sie mir natürlich auch so diese Dankbarkeit zurückgegeben mit Gefühl, mit richtigem Gefühl. Und das ist das, was ich heute noch spüre und was mich glücklich macht, daran zu denken. Also so ein Beispiel, ich habe halt eine Person irgendwas gebracht, ob es Wasser war oder ob es irgendwas war, was sie sich jetzt gerade gewünscht haben an Nahrungsmittel oder Getränk. Und dann kam manchmal oder meistens eigentlich, fast immer, Worte, es kamen keine Sprüche, sondern diese Worte kamen, auch das Wort Dankeschön und drei Sätze und drei Worte, die ich immer wieder die mir immer wieder kommen, waren: Anja, Dankeschön, daran habe ich gerade gedacht. Anja, Dankeschön, das habe ich mir gerade gewünscht. Anja, Dankeschön, das wollte ich gerade fragen, das wollte ich gerade sozusagen haben. Es waren diese drei Sätze, die dann zwischendurch von den Personen kamen, immer irgendein davon. Und da habe ich innerlich für mich gejubelt und habe gesagt, ja, ich habe jetzt einen Wunsch erfüllt und war schneller als ihre,
ja, sie haben ja diese Gedanken schon gehabt und die sind halt zu mir gekommen, wie auch immer. Oder ich habe halt daran gedacht und habe gedacht, so, jetzt ist es Zeit, dir oder wen auch immer, der Person, das zu bringen, ja, weil es halt jetzt gerade stimmig ist und passt. Und das hat mich immer wieder so berührt und es war darüber war ich immer wieder so dankbar und bin ich immer noch heute so dankbar, auch wenn diese Person, also wovon ich jetzt gerade spreche, hier gar nicht mehr leben. Also sie leben nicht mehr. Sie sind halt auch in der Zeit, wo ich in den Betrieben, also in den war, sind diese Menschen verstorben. Aber das, was sie halt mir gegeben haben, in der Zeit, wo wir halt unsere Wege, unsere Lebenswege begleitet haben, hat mich und berührt mich heute immer noch sehr. Und das wollte ich euch einfach mal weitergeben und auch mal mit dieser Frage, ob ihr wirklich schon in euer Gespür seid, in euer Dankbarkeitsgespür, wie dankbar ihr wirklich, also ich denke, ihr seid wirklich dankbar. Aber ob ihr es wirklich auch so rausstrahlt und tragt, ob es nur ein Wort ist, was ihr sozusagen gerade gelernt habt oder schon gelernt habt und einfach weitergibt, weil es Knicke ist oder wie auch immer man das nennen darf oder wie ihr es halt so fühlt oder spürt oder denkt oder weitergibt sozusagen. Ja, das kam mir halt gerade so, ich meine, diese Gedanken, diese schönen Dankbarkeitsgedanken, die ich jetzt schon die ganze Zeit habe und ich habe ja so eine Playliste mit meinen Dankbarkeitsvideos, das kam mir gerade bei meiner Hunderunde wieder hoch und auch andere Sachen, aber dafür mache ich gleich ein extra Video, weil das ist ein bisschen ein anderes Thema, das gehört natürlich auch etwas zu meiner Dankbarkeit, weil ich sehr dankbar darüber bin, was jetzt in den letzten Tagen und Wochen passiert ist, ja, und das war auch Wiederholung für mich. Und ich bin so dankbar dafür, dass ich in meiner Kindheitserinnerung gekommen bin wieder, also wie ich das halt schon als Kind gemacht habe immer wieder. Und was ich mir heute so sage zu dieser ganzen Thematik, ich fühle mich wirklich gut und ich bin total glücklich damit, dass ich das so erlebt habe, im Außen und im Innen, also in meinem Inneren und im Außen überhaupt, und dass ich es auch so klar und deutlich sehe und fühle und spüre und höre, natürlich auch zwischendurch lese und jetzt einfach mal für euch auch ausspreche, weil ich habe es natürlich schon die ganze Zeit vor mir hergesprochen oder spreche es öfters vor mir her, so für bei der Hunderunde zum Beispiel oder hier in meiner Wohnung, dann sage ich mir das so und so und gerne und das ist richtig Dankeschön und wie auch immer. Ja, und ich habe einfach jetzt gedacht, Leute, ich lade euch das jetzt hoch, dieses Video, dieses Dankbarkeitsvideo, ob ihr auch wirklich schon in eure Dankbarkeit seid, weil ich das wichtig finde und auch richtig finde, wenn ihr anfangt, also wenn man anfängt, also ich meine, rede jetzt auch von mir, wenn man anfängt, es wirklich zu spüren und auszustrahlen und es auch wirklich zurückzubekommen und auch Danke, also dieses Danke dann, was zurückkommt, ja, von dem Gegenüber, dass man das auch annimmt und auch so sieht und sagt, ja, Dankeschön für dein Danke. So, ich wünsche euch noch eine schöne Zeit und lasst es euch nur gut gehen. Bis dann.